Es ist ein absoluter Wahnsinn, was an den Märkten passiert. Und es passiert wegen Optionen. Und deswegen habe ich heute im Interview einen absoluten Experten für Optionen, mit dem ich besprechen will, was für ein Wahnsinn da abläuft und wie nachhaltig dieser Wahnsinn vielleicht ist, ob das möglicherweise Hedgefonds zu Fall bringen kann, wie diese Optionen funktionieren. Ich begrüße den durchaus wahrscheinlich in Deutschland sehr bekannten Jens Rabe. Jens, Servus, hi. Hallo, schön bei dir zu sein. Ja, wir haben das große Thema Optionen. Was hier passiert, ist ja, dass eine Horde junger Trader, überwiegend sehr junger Trader aus der Generation Z oder Generation Y, also Leute, die ziemlich jung sind, jetzt versuchen, mit sich zu verabreden übers Internet und bestimmte Aktien, die an sich teilweise wertlos sind oder wenig inneren Wert haben wahrscheinlich, nach oben zu zocken und damit Hedgefonds in Schwierigkeiten zu bringen. Du hast in Chicago eine Ausbildung gemacht, also direkt da, wo eigentlich der Optionshandel auch ein Stück weit zu Hause ist. Da gibt es ja die CME, Chicago Mercantile Exchange, es gibt die CBOE, Chicago Board of Options. Und da ist eigentlich der entscheidende Punkt jetzt mit diesen Optionen. Vielleicht muss man unterscheiden, es gibt ja in Deutschland Optionsscheine. Optionen sind etwas völlig anderes. Und mittels dieser Optionen, die in den USA eben ja, legal sind hier auch legal, aber das ist das Instrument neben Futures und Aktien, das man spielen kann. Jetzt sind es die Optionen. Da gibt es die Begriffe am Geld, aus dem Geld, im Geld. Was passiert da genau mit so einer Aktie wie GameStop? Wie kann es sein, dass die so massiv steigt? Also ich muss dir am Anfang ein ganz klein wenig widersprechen. Das, was jetzt mit GameStop passiert, ist natürlich, da sind nicht die Optionen daran schuld, sondern Optionen sind ein Teil des Ganzen, was damit eingesetzt wird. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob jetzt bei GameStop so viele Optionen mit im Spiel sind, sondern Optionen werden da, wie gesagt, jetzt gerade so in den letzten paar Stunden hat man das ja auf Reddit gesehen, dass jetzt die ganz Gierigen jetzt auch noch anfangen, Optionen zu handeln. Aber grundsätzlich können natürlich Optionen, das haben wir auch schon jetzt letztes Jahr gesehen, bei vielen Werten, können Optionen einfach dazu führen, dass manche Werte besonders stark steigen. Und warum ist das einfach so? Wenn wir diese Kleinanleger haben, also es gibt dann viele dieser neuen und auch absolut begrüßenswerten Fintechs, also in Deutschland der Trade Republic, in Amerika jetzt beispielsweise Robinhood. Und die bieten ja teilweise auch Optionen an. In Deutschland nicht, in Amerika ja. Und der Vorteil von Optionen ist ja, dass du mit relativ wenig Kapital großen Hebel aufbauen kannst. Also du musst eben jetzt nicht 100 Aktien kaufen, du kaufst nur eine Option und setzt damit viel weniger Liquidität ein. Jetzt ist es allerdings natürlich so, dass bei diesen Optionen natürlich auch immer noch ein Gegenpart da sein muss. Das heißt, wenn jetzt einer dieser jungen Händler jetzt sagt, er möchte jetzt irgendwie eine Call kaufen auf GameStop, dann muss es irgendjemand geben, der den Call verkauft. So, und das ist in der Regel ein Market Maker. Und es sieht der Market Maker natürlich das Problem, dass er sagt, okay, wenn die Aktie jetzt durch die Decke geht, dann bin ich short einen Call. Das heißt, ich habe quasi eine Short-Position in der Aktie. Und damit er dieses Risiko nicht hat, hedgt er sich, indem er, sogenannter Delta-Hedge, einfach die Aktien long geht. Das heißt also, er schaut, okay, wie ist meine Optionsposition? Und wenn über die Optionsposition er synthetisch so und so viel 100.000, 10.000 von Aktien short in einem Wert ist, muss er automatisch kaufen den Wert, damit er einfach selber gehedged ist. Also das heißt, er kauft die Aktien nicht, weil er spekulieren will, sondern weil er seine womöglichen Verluste, die er aus dem Verkauf der Option, das muss er als Market Maker tun, das ist sein Business, dass er die eben nicht erleidet. Und so kommt dieser Effekt zustande, dass die einen Leute anfangen, die Aktie zu kaufen. Das treibt die Aktie. Die nächsten kaufen dann vielleicht noch Optionen. Die Market Maker müssen noch mehr Aktien kaufen. Und wenn du dann natürlich so eine Gemengelage hast, wie bei GameStop, riesige Short-Positionen, also eine Short-Ratio von 130, 140%. Das heißt, da waren mehr Aktien leer verkauft, als es eigentlich Aktien gibt. Wie geht das durch Naked Short Selling wahrscheinlich? Also die haben die Aktie physisch nicht, Genau. sondern schließen mit dem Anbieter nur eine Wette, okay, Genau. ich wette Naked dagegen. Short Und genau Selling. das ist ja das Prinzip auch für die Ja. Market Maker. Das heißt, die sind der Gegenpart des Kunden, Genau. und sind damit natürlich im Risiko. Das ist das, was du gerade beschrieben hast. Und um dieses Risiko abzusichern, müssen sie die Aktie physisch kaufen, was Genau.
die ganze Hebelung, die ohnehin durch die Option schon der Fall ist, nochmal nach oben spult. Ja? Und deswegen ist also nicht die, ist der im Grunde macht der Market Maker genau das Richtige, nämlich er nimmt sein Risiko raus. Also er sagt, mir ist eigentlich vollkommen egal, ob die Aktie steigt oder fällt, er hat da überhaupt kein Eigeninteresse. Er will ja nur seinen Optionstrade, den er da gemacht hat, vernünftig über die Bühne bringen. Und damit er das Ganze überlebt, muss er sich hedgen. Und genauso wie wenn ein Kunde einen Put kauft, er im Zweifelsfalle die Aktie short geht, um sich zu hedgen, muss er eben hier, wenn ein Kunde einen Call kauft, muss er eben die Aktien kaufen. Und das kann eben dann, wenn viele Bedingungen zusammenkommen, so wie wir es jetzt hier bei GameStop gesehen haben oder auch bei einer Nokia, kann es eben dazu führen, dass dann nochmal ein extra Booster reinkommt und das Ganze mit nach oben schießt. Was wäre denn, wenn es jetzt zum Beispiel 100 Optionen Long, also 100 Calls und 100 Puts geben würde? Müsste er das dann tun? Müsste er sich dann auch abhatchen oder ist da eine andere Logik? Bei CFDs ist es ja so, wenn hier zum Beispiel in Deutschland CFD-Broker, die haben 100 DAX-Kontrakte, CFDs auf der Long-Seite, 100 auf der Short-Seite, und wenn die sagen, okay, das matcht sich aus, Nullsummenspiel, ich habe kein Risiko und verdiene am Spread zum Beispiel. Ja? Wie ist das bei Optionen? Ist es da auch so? Also hat er 100 Call-Optionen, der Market Maker, und dann auf der anderen Seite 100 Put-Optionen? Matcht sich das aus oder ist das anders als bei CFDs? Das matcht sich eben nicht aus, ne? Weil es ist ja kein 1-zu-1-Verhältnis. Also das heißt, wenn er jetzt, mal angenommen, er ist short in beiden Kontrakten, er hat einen Call-Short und er hat einen Put-Short. Also er hat die jeweils leer verkauft, weil es Käufer gab des Puts und es gab Käufer des Calls. Er hat jeweils die Gegenseite einnehmen müssen. Dann ist es natürlich so, dass er mit dem ansteigenden Preis der Aktie, mit den leer verkauften Call-Optionen, die er auf seinem Buch hat, viel mehr Geld verlieren kann, als mit den Gewinnen, die er jetzt vielleicht aus verkauften Puts hat. Das heißt also, er muss zwingend hedgen. Seine einzige Aufgabe ist, sein Risiko zu matchen. Und deswegen muss er eben die Aktien machen. Beim CFD, wie du es beschrieben hast, kann sich das ausgleichen. Der eine Kunde ist long, der andere ist short. Aber gerade in so einem Fall wie jetzt, da gibt es ja nicht so viele, die short sind, sondern es sind viel mehr, die jetzt plötzlich long reinrennen. Und da gibt es keinen Ausgleich, weil die Optionen eben anders funktionieren. Wie funktionieren sie oder warum ist das so, dass das nicht wie bei CFDs ist? Also warum kann ich das nicht matchen 1-zu-1, wenn ich sage 100 Calls, 100 Puts, gleicht sich aus, so wie bei CFDs? Naja, warum funktioniert das nicht? Weil du beim CFD, nehmen wir mal das Beispiel, da gibt es jetzt einen Index und jetzt hast du 100 Anleger, die setzen auf steigende Kurse und 100 Anleger, die setzen auf fallende Kurse. Und damit ist ja der Gewinn des einen der Verlust des anderen. Und damit ist ja der Broker automatisch abgesichert. Das heißt, er müsste nur schauen, wenn es ein Ungleichgewicht gibt. Also wenn plötzlich 150 Anleger auf steigende Kurse setzen und nur noch 50 auf fallende und der Kurs dann steigt und er muss die Differenz bedienen, dann müsste er natürlich jetzt wieder den Index kaufen oder andere Derivate, um diesen Überhang auszugleichen, den er da hat. Solange es 1-zu-1 ist, hat er kein Problem. So, wie ist es jetzt aber bei einer Option? Wenn du sagst, jemand kauft eine Call-Option, also er tritt als Käufer auf, der Endkunde, der Privatkunde kauft jetzt eine Call-Option und gleichzeitig gibt es einen anderen Käufer, der kauft eine Put-Option und jetzt steigt der Kurs, dann ist es so, es gibt zwar jetzt einen Call und einen Put, jetzt könnte man noch dazu sagen, es gibt ja unterschiedliche Laufzeiten, unterschiedliche Strikes und so weiter und so fort, aber lassen wir es mal einfach so betrachten, es gibt 1-1. Und jetzt ist es ja so, der Kurs würde steigen. Welches Risiko hat der Market Maker jetzt im Buch? Der Market Maker hat im Buch einmal, dass er einen leer verkauften Put hat, der für ihn nur problematisch wird, wenn der Kurs fällt. Und er hat einen leer verkauften Call, der für ihn problematisch wird, wenn der Kurs steigt. So, wenn jetzt allerdings der leer verkaufte Put, den hat er jetzt leer verkauft, da hat er eine gewisse Prämiensumme eingenommen. Er hat von mir aus $100 für beide Optionen eingenommen. Er hat den Call verkauft, hat $100 bekommen, er hat den Put verkauft, hat $100 bekommen. Und wenn jetzt aber bei einem Leerverkauf, kann ja der Verlust viel größer sein als die eingenommene Prämie. Und wenn jetzt also der Call anfängt, mehr als $100 zu verlieren, hat er den kompletten Gewinn, den er aus dem Put-Verkauf hat, schon mal aufgebraucht. Und ab dem Moment wird es für ihn kritisch und dann muss er gegensteuern. Und das kann er eben nur, indem er das wirkliche Underlying, also das heißt auf das, worauf sich die Option bezieht, sprich in dem Fall die Aktie, indem er die kauft. Ihm nützt der Put an dieser Stelle nichts mehr.
Wer macht das? Sind das Menschen? Sind das inzwischen Algorithmen, die das matchen oder hatchen irgendwie? Wie funktioniert das? Wie muss man sich das vorstellen? Also Market Making in the old days, das waren tatsächlich auch noch Händler, die auf dem Parkett standen, habe ich auch noch welche kennengelernt, aber das gibt es schon lange nicht mehr, sondern das sind alles mittlerweile Institutionen. Das sind zum Beispiel auch wieder teilweise selber Hedgefonds, die Market Making betreiben. Warum? Weil Market Making im Grunde genommen ein relativ risikoloses Geschäft ist, wenn du viel Geld hast. Du musst eben nur wissen, wie du dich hedgen kannst. Und natürlich machen das heutzutage alles Algorithmen. Also da steht niemand mehr da und rechnet da irgendwas aus, sondern das geht in solcher Windeseile. Und deswegen, das macht ein Algorithmus, der dann einfach permanent in Nanosekundenschnelle das komplette Portfolio durchlaufen lässt und immer wieder schaut, wo haben wir Risiken gerade. Und immer wenn er irgendwo ein Risiko sieht, zu viel Vega, also das heißt zu viel Volatilität im Depot, zu viel Delta oder irgendwas, dann gleicht er aus, indem er Hedges vornimmt. Das ist komplett automatisiert heutzutage alles. Also beispielsweise einer der größten Market Maker der Welt ist mittlerweile Citadel, ein Hedgefonds, der unter anderem auch einer der größten Händler ist, der so elektronisches, algorithmisches Trading macht. Und die machen dann auch alle gleichzeitig noch Market Making mit, aber auch alle großen Investmentbanken, Goldman, JP Morgan und so weiter, auch die machen alle Market Making. Und deswegen sind die da alle, sind die großen Jungs, die da mitspielen. Die brauchen viel Geld, wie du gesagt hast. Was passiert, wenn zum Beispiel jetzt so eine Aktie wie GameStop nach oben explodiert und die Shortquote so hoch ist, unter anderem durch nackte Leerverkäufe, dass die Aktien gar nicht verfügbar sind, also dass er nicht an die Aktien rankommt? Ist das vorstellbar? Also dass ein ähnliches Szenario eintritt, wie bei Volkswagen damals, als die Aktie ja massiv gestiegen ist. Eben weil es Shorties gab, die dann eindecken mussten. Aber kann die Situation entstehen, dass der Float zu klein ist, der Free Float, also die Zahl der verfügbaren Aktien, um das Risiko wirklich abzuhedgen? Weil die Quote ist ja teilweise bei 151% gewesen, ist jetzt ein bisschen runtergegangen im Fall von GameStop. Ich glaube, sie liegt jetzt heute oder lag gestern Nacht bei 129%. Also es sind nach wie vor mehr Aktien leer verkauft, als eigentlich draußen sind oder im Free Float sind. Kann dieses Risiko so eskalieren, dass sozusagen das komplette Hedgen für den Market Maker gar nicht mehr möglich ist? Das kann nicht nur passieren, das ist ja schon passiert. Also das ist ja schon passiert. Das sieht man ja allein daran, dass einige, ich glaube, ein Hedgefonds sich wohl 3 Milliarden Dollar besorgen musste, weil er einfach seine Verluste aus den Short-Positionen nicht eindecken konnte. Und jetzt muss man sich aber auch vorstellen, diese großen Summen, wenn wir beide jetzt sagen, ich habe eine Short-Position und ich will die eindecken, dann drücke ich einfach auf den Knopf und dann haben wir die in einer Minute eingedeckt. Die haben ja riesige Positionen teilweise. Und wenn die natürlich jetzt an den Markt gehen und wollen jetzt Aktien kaufen, dann merken das natürlich auch wieder andere, dann merken das natürlich auch wieder andere große Spieler. Also das heißt, man denkt jetzt immer, und das reden sich auch viele ein, die Kleinanleger würden jetzt die Hedgefonds grillen. Das stimmt aber überhaupt nicht. Die Kleinanleger verabreden sich, die treiben das Ganze ein bisschen mit hoch, die haben da Spaß daran und verdienen auch vielleicht ein bisschen Geld. Ich glaube es zwar nicht, weil langfristig verlieren die alles wieder, aber das eigentliche Problem ist immer, dass wenn ein großer Hedgefonds beispielsweise unter Druck gerät und der hat jetzt eine Derivateposition, die mehrere Millionen, vielleicht Milliarden, wie in diesem Falle, unter Wasser liegt, dann wissen das andere Händler auch. Und der kann auch nicht an die Börse gehen und kann sagen, ich brauche jetzt mal 10 Millionen Aktien oder so, weil dann würde der Kurs noch mehr. Das heißt, der versucht Block-Trades zu machen, der versucht bei anderen Händlern was zu kaufen. Und die wissen das natürlich und die lassen den natürlich dann gnadenlos ausbluten. Das heißt, die stellen dann beispielsweise selber wieder keine Preise oder der kriegt seine Option nicht verkauft oder sonst irgendwas. Das heißt, hier killt der eine Hedgefonds den anderen. Und die Kleinanleger denken dann, das waren sie alle, aber das waren natürlich nicht die Kleinanleger, sondern das ist das große Geld, was damit spielt. Das muss man auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Man hat es gesehen in der Finanzkrise 2008, auch da haben die Großen sich untereinander ausgenommen und nicht die Kleinen. Wir Kleinanleger sind denen doch im Grunde vollkommen egal, weil wir überhaupt nicht über so viel Kapital verfügen, dass es für die spannend wäre. Aber es war ja bekannt, dass zum Beispiel sowas wie Melvin, so ein Hedgefonds wie Melvin Capital,
eine sehr hohe Short-Position in GameStop hat. Das ist ja schon länger bekannt bei den Hedgefonds sozusagen, dass sie vierteljährlich immer darstellen müssen, welche Positionen sie haben. Es war aber lange kein Problem, bis dann letztendlich die Kleintrader kamen, die ja, wie du gesagt hast, mit Optionen ja einen gewissen Hebel haben. Und wenn die Masse groß genug ist, dann etwas in Bewegung setzen, die anderen Hedgefonds natürlich die Not dieses einen oder bestimmter Hedgefonds sehen und natürlich die ganze Geschichte nochmal verstärken. Faktisch ist es also wohl ein Zusammenspiel zwischen den Kleinanlegern, die einen Stein ins Rollen bringen, und der eigentlich große Stein wird daraus, dass sozusagen die anderen Big Player, andere Hedgefonds oder andere institutionelle Player mit draufspringen, weil sie eben wissen, dass bestimmte Hedgefonds jetzt in Not sind. Also auch hier haben wir praktisch einen sich dynamisierenden Effekt, der die ganze Geschichte immer stärker radikalisiert, ein Stück weit. A, für die Kleinanleger durch die Option und den massiven Hebel, der dadurch möglich ist. Und B, eben durch die Hedgefonds, die dann selber untereinander herfallen sozusagen und sich gegenseitig meucheln, weil sie von der Not des anderen wissen. Kann man das so formulieren? Ja, absolut. Also das ist natürlich so, und das wird natürlich auch noch begünstigt, weil wir heute einfach über Informationstechnologie verfügen. Das heißt also, vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren wäre das noch nicht möglich gewesen, weil dann hätte man erstmal drauf kommen müssen, da liegt ein anderer unter Feuer oder unter Wasser, besser gesagt. Aber heutzutage scannen ja Algorithmen permanent alles, was ist. Also das heißt, die lesen sämtliche Google-Trends aus, die lesen sämtliche Handelsforen aus, die lesen sämtliche Reddit-Foren aus. Das wird ja alles heutzutage von Algorithmen ausgelesen. Und dann kommt natürlich noch dazu, wenn du dann plötzlich so Volumenanstiege siehst, also wenn du dann siehst, okay, es gibt Aktien, die haben eine hohe Short-Ratio. Und es gab ja auch im Vorfeld schon ein paar Leute, die eingestiegen sind. Michael Burry beispielsweise mit seinem Fund hat eine große Position schon im Vorfeld long gehabt. Es gab viele, die gesagt haben, aus den und den Gründen ist GameStop gar nicht so schlimm, wie es vermutet wird, da kann man mal was machen und so. Da waren ja schon ein paar große drin. Und dann ist natürlich so, wenn sowas passiert, gibt es wieder andere spezialisierte Hedgefonds, die dann sehr, sehr schnell dieses Momentum spielen und extrem schnell aufspringen, weil die halt mittlerweile rund um die Uhr quasi 24/7 über Algorithmen alles abgreifen, was am Markt irgendwie an Infos kommt und was irgendwie spannend aussieht. Könnte man dann sagen, es handelt sich dann ein Stück weit, weil diese institutionellen Player Algorithmen einsetzen, auch ein Stück weit um einen Krieg der Algorithmen, also dass sozusagen diese Kämpfe, die da stattfinden, indem manche wissen, okay, der ist in Notlage und das ist für mich relativ sicheres Geld, wenn ich versuche, den weiter in die Enge zu treiben, dass anders als in der Finanzkrise, die nach meiner Auffassung ja deshalb entstand, weil keiner mehr wusste, wer welche Risiken hat, weil alle dachten, die Risiken sind wunderbar auf verschiedenen Schultern verteilt. Und dann stellte man fest, ich weiß gar nicht, ob mein Counterpart, welches Risiko der hat, dass jetzt sozusagen ein anderes systemisches Risiko entsteht, weil die Algorithmen sich gegenseitig bekämpfen und Notlagen bestimmter Institutionen versuchen auszunutzen und damit eine Instabilität in die Märkte bringen, die möglicherweise eskalieren kann. Wir haben ja gesehen am Montag zum Beispiel, dass wahrscheinlich so Notverkäufe oder Margin-Probleme von Melvin Capital und vielleicht anderen Hedgefonds durchaus dafür gesorgt haben, dass die Wall Street-Indizes intraday mal fast um 3% gefallen waren. Ja, also das hat es ja immer schon gegeben. Und ich meine, wir haben 2015 den Flash Crash gehabt, im August 2015, wo ja auch mal der Dow Jones, glaube ich, innerhalb von Minuten mal, ich glaube, damals 1000 Punkte oder sowas gefallen ist und dann wieder zurückkam. Und das hat es immer schon gegeben. Und mittlerweile ist die Wall Street, wenn man das jetzt als Gebilde mal nimmt, ist natürlich, das sind Technologiekonzerne. Also als ich vor 15 Jahren in Chicago war, da waren auf dem Parkett noch 5000 Menschen. Heutzutage ist das sind noch 20 Mann. Der Rest findet in Handelssälen, in elektronischen Handelssälen statt. Wenn du heute einen Hedgefonds dir anschaust, der hat vielleicht 1000 Mitarbeiter und davon werden 700 Mitarbeiter in der IT sein. Das heißt, da sitzen ja keine Händler mehr, die Entscheidungen treffen oder so, sondern das ist ganz viel IT, da wird über das High-Frequency-Trading, die Masse des Geldes läuft da in IT hinein. Und das war immer schon so, dass, ob es jetzt ein Problem ist, ich sehe eher ein ganz anderes Problem, also nicht so sehr der Kampf der Algorithmen, weil der Kampf der Algorithmen, da kämpft ja auch einer gegen den anderen, das gleicht sich auch so ein bisschen aus.
es gibt immer solche Exzesse. Also auch wie wir jetzt gesehen haben, das hat es immer schon gegeben, das wird es auch immer geben. Und es gab auch immer schon an der Börse natürlich, Verabredungen, wo man gesagt hat, okay, die Aktie machen wir mal oder machen wir mal. Es gab immer schon so ein bisschen Betrug und so weiter. Also das hat es immer schon gegeben. Und das ist nicht schön, aber das gehört halt einfach auch irgendwo mit dazu, wo Menschen so viel Geld verdienen können. Da spielt dann auch sowas eine Rolle. Ich glaube, das andere Problem, was für uns auch alle ein Problem ist oder was daraus erwachsen kann, das ist eher ein aufsichtsrechtliches Problem. Weil das, was hier passiert, ist ganz klar, dass es dieses Pump-and-Dump-Prinzip ist. Das heißt, das gab es ja früher auch schon, dass irgendwie sich ein paar Leute mit Geld zusammengetan haben und gesagt, komm, wir suchen uns eine kleine Aktie raus, die wenig Umsätze hat und wir spekulieren über diese Aktie, wir kaufen uns in diese Aktie ein und dann verbreiten wir einfach Meldungen, das wäre eine super Aktie und wir schicken Newsletter raus und Hotlines und was es da alles so gab. Ne? Du erinnerst dich vielleicht in Ende der 1990er Jahre, was es da alles so gab. Da gab es auch hier in Deutschland ein paar prominente Vertreter und da ist viel, viel Geld den Kleinanlegern aus der Tasche gezogen worden. So. Und das ist, nennt man ja Pump and Dump, also oder Frontrunning, ist verboten, ist eine illegale Sache. Die Regulierer haben da sehr, sehr streng darauf geachtet, dass zum Beispiel Fondsmanager oftmals keine eigenen Aktien mehr halten dürfen. Dass zum Beispiel, wenn du in einem Newsletter, in einer Börsenzeitschrift darüber über eine Aktie berichtest, musst du angeben, ob du diese Aktie besitzt oder nicht. Tust du das nicht, hast du riesengroße Strafen zu fürchten. In Amerika, die Leute, die an der Börse arbeiten, wenn du in New York, an der New York Stock Exchange die Market Maker fragst, die haben selber keine Aktien. Die dürfen aufsichtsrechtlich keine Aktien besitzen. Das heißt, die Regulierung hat total eingegriffen vor ein paar Jahren und hat gesagt, okay, damit sowas nicht passiert, kontrollieren wir das. Und jetzt haben wir ein neues Phänomen. Jetzt gibt es plötzlich über diesen Social Media Gedanke, machen das plötzlich ganz, ganz viele Kleinanleger untereinander, ne? Wo auch ein paar Leute mitmachen. So, und da wird sich natürlich gerechtfertigt, okay, ja, wir killen jetzt mal die Hedgefonds und das ist doch gut, die Shorties und so, die das übrigens ja auch immer gemacht haben. Ne? Also die Shortseller haben ja auch immer Short in der Aktie und danach einen Bericht veröffentlichen, wie schlecht alles ist. So, also die haben das ja auch nicht anders gemacht. Das Problem ist jetzt einfach, was auch für uns alle ein Problem sein könnte. Wir reden hier völlig entspannt und offen auf YouTube, frei für alle, über Aktien. Was ist denn, wenn unsere Regulierer, und wir wissen ja immer, wenn der Staat eingreift und reguliert, überreguliert er. Was ist denn, wenn der irgendwann mal er kann es uns ja nicht verbieten, aber er könnte es den Plattformen aufdrücken und könnte sagen, wenn sowas auf euren Plattformen passiert, dann seid ihr haftbar zu machen, wenn daraus ein Schaden entsteht. So, also er wälzt die Verantwortung ab. Und dann könnten zum Beispiel diese Plattformen von sich aus sagen, wir wollen das alles nicht. Wir wollen das nicht mehr. Und dann werden zum Beispiel, könnten Aktiengruppen geschlossen werden auf Facebook oder so. Dann könnte vielleicht Google sagen, okay, dann gibt es keine Aktienkanäle mehr oder irgend sowas. Also das ist eigentlich das viel größere Problem, was auf uns alle zukommen könnte, dass wenn das Schule macht und wenn das immer mehr kommt und die Leute finden das jetzt auch noch toll, sagen, ah, das ist doch toll und großartig und so, und sie bedenken aber nicht die langfristigen Folgen. Es ist ein illegales Vorgehen, es ist illegal, was hier gemacht wird, weil man bewusst in Kauf nimmt, dass andere verlieren. Also wenn wir beide jetzt eine Aktie besprechen und wir sagen, wir finden die toll, dann ist das ja vollkommen okay. Aber wenn wir es sagen, komm, wir suchen uns mal mit ganz vielen Leuten zusammen und dann noch ein paar Prominente schicken dann auch über Twitter noch eine Meldung oder so und machen dann so mit, dann setzt du natürlich sowas in Gang, wo der Regulierer, die SEC beispielsweise in Amerika, irgendwann mal sagen wird, das wollen wir so nicht. Und was ist dann die Folge daraus? Und das könnte eben dann die Folge sein, dass er mehr reguliert, mehr reguliert, mehr reguliert. Und am Ende stehen wir alle da und müssen ETFs kaufen. So, ja, also, und da könnte jetzt zum Beispiel wieder, überlegen wir mal wieder, auch das ist ein großer Krieg. Wenn ich jetzt Larry Fink wäre von BlackRock, würde ich jetzt hergehen und würde sagen, tja, wenn du ein ETF, wenn alle Leute ETFs hätten, dann könnte sowas nicht passieren. So, und schon kannst du wieder Menschen vorschreiben, weil der Regulierer dann wieder sagt, ah, stimmt, da hat er ja recht. Der sagt das vielleicht aus Eigeninteresse, weil er will, dass es mehr ETFs verkauft. Und der Regulierer sagt, stimmt, Privatanleger dürfen nur noch bestimmte Dinge machen. Und wir haben es auch gerade in Europa jetzt gesehen, wie in den letzten Jahren die Geldanlage für Privatanleger immer verschlechtert wurde. Also wir dürfen jetzt seit diesem Jahr
keine Verluste mehr vorschreiben, nur noch 20.000 Euro im Derivatebereich. Wir dürfen keine amerikanischen ETFs mehr handeln seit, ich glaube, 2019. Und es gibt immer mehr Einschränkungen für den Privatanleger. Das heißt, am Ende, die Institutionen werden damit nichts verlieren. Die werden nicht reguliert. Aber der Privatanleger, der sich jetzt noch freut und die Hände reibt und sagt, ey, das ist alles so super, weil er da mal 3,50 Euro verdient hat, der ist am Ende in ein paar Jahren der Gelackmeierte, weil er noch mehr Finanzrepression bekommt und irgendwann gezwungen wird, er darf nur noch so und so viel haben. Und deswegen bin ich da nicht so sehr begeistert über das, was passiert. Ich habe keinen Share dran, ich bin weder long noch short. Also ich habe mir das amüsiert von außen angeschaut. Das ist ein bisschen wie Popcorn-Kino. Bevor wir jetzt heute hier gesprochen haben, habe ich mal reingeschaut. Da war die Aktie, ich glaube, schon wieder 70% im Plus vor Börseneröffnung. Wow, bei 500 Dollar GameStop, ja. Ja, ne, und ich habe also, dann mal auf Reddit geschaut und wurde dann schon wieder so geschrieben, ah, heute killen wir sie. Und ja, yeah, German guys, you're great. Und ja, das ist so ein bisschen wie Kino jetzt auch. Aber ich glaube, wenn das Schule macht, ist es nicht gut für uns alle. Ja. Das heißt, das Problem entsteht jetzt durch die Regulatoren. Es werden nicht die Market Maker sein, die sagen, oh, das wird mir jetzt zu risky, weil ich sozusagen da selber mir Risiken vielleicht aufhalse, die ich nicht mehr kontrollieren kann. Die Regulierer werden ja nicht sagen, Optionshandel ist jetzt verboten für Privatanleger. Oder fürchtest du das zum Beispiel? Nein, das glaube ich nicht. Also das wird nicht passieren. Also schon gar nicht in Amerika. Aber ich habe zum Beispiel vorhin auch schon auf Reddit gelesen, dass einige Amerikaner geschrieben haben, Robinhood erlaubt keine neuen Käufe mehr. Weil man muss das auch mal für die sehen, die dringen jetzt gerade in eine Branche ein, die jahrzehntelang von wenigen großen Banken bestimmt war. So. Und die neuen Fintechs, die gekommen sind und die immer mehr werden, die sind super innovativ und die räumen dieses Finanzszene auf. Und ich finde das wunderbar. Also ich finde es toll, dass es Robinhood gibt. Ich finde es toll, dass es Trade Republic gibt. Warum? Weil die einfach Dinge entkomplizieren. Also viele teure Gebühren, viele teure Vorschriften, dass die das mal aus Sicht des Kunden gestalten, über Apps, über Plattformen und so. Also ich finde es großartig, die Entwicklung. Jetzt muss man natürlich sehen, wenn das über deren Plattformen immer passiert, ist das ja wieder ein gefundenes Fressen für die Altindustrie, die dann wieder sagt, seht ihr, unsere Kunden waren das nicht. Das sind diese Jungwilden bei Robinhood und so weiter. Staat, ihr müsst ja mal einschreiben. Und deswegen kann es sogar sein, dass dann diese Fintechs dann sagen, wir machen das nicht mehr mit, indem sie zum Beispiel bestimmten Anlegergruppen den Zugang erschweren, dass sie sagen, okay, wir unterbrechen dann den Handel, wir lassen das nicht mehr zu und so weiter. Und für wen ist das dann von Nachteil? Sicherlich hauptsächlich für die Kunden. Das heißt, die Kunden graben sich, einige wenige graben damit einer großen Masse Gelegenheiten ab. Und ob das langfristig gut ist, wage ich zu bezweifeln. Also ich glaube, heute oder in den letzten Tagen, dass die CEOs, die machen natürlich viel Umsatz und das ist alles schön und gut, aber ob die so glücklich über solche Entwicklungen sind, wage ich zu bezweifeln, weil sie immer im Hinterkopf haben, sie sind die Kleinen, die gegen den Goliath der Finanzindustrie kämpft, werden eh bekämpft von allen möglichen Seiten und wenn dann aus ihren Reihen immer wieder sowas passiert, wir hatten das letztes Jahr schon mit Tesla und so weiter, wo man sagt, ah, die Robin Hoodler verzerren den ganzen Markt. Und jetzt muss man sich vorstellen, wo kommen denn die Leute in der SEC her? Wo kommen denn die Regulatoren her? Das sind keine 30-jährigen Nerds, die beim Fintech gearbeitet haben, sondern das sind die honorigen alten Herren, die bei den großen Investmentbanken gearbeitet haben. Und dann haben die was in der Hand und sagen, okay, jetzt bekämpfen wir diese neue, an sich sehr, sehr tolle und innovative Finanzindustrie. Das heißt, du gehst davon aus, man schießt sich sozusagen letztendlich mit diesen Spekulationen als Privatinvestor, der ohnehin Schwierigkeiten hat, irgendwo noch was zu machen an den Märkten. Klar, es gibt jetzt ETFs und all diese Geschichten, aber letztendlich ist es selbstzerstörend und die Regulierer werden dem Treiben bald ein Ende machen. Das ist eine Frage der Zeit. Ne? Also jetzt nicht über kurz oder lang, die sind ja auch immer langsam, ne? Aber es ist natürlich Futter für alle, die sagen, seht ihr, das ist doch alles nur Spekulation, das müssen wir regulieren. Und wenn wir gerade hier in Deutschland, wir sind nun mal kein Aktienland, wir haben jetzt endlich mal 10 Millionen Aktionäre in Deutschland und da höre ich doch dann schon wieder in den Talkshows die Politiker sitzen, wenn dann einer sagt, ja, wir sollten vielleicht auch die Altersvorsorge ein bisschen mehr auf Aktienbasis legen, der sagt, ja, damit dann die Leute ihr Geld verlieren wie bei solchen Spekulationen, nein, das machen wir lieber nicht.
Ja, und deswegen, man gibt quasi den falschen Leuten jetzt Futter. Super, Jens. Ich danke dir für diese Insider-Auskünfte. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Optionsstrategien. Also du bist ein Verfechter eigentlich dieses Instruments. Und das macht durchaus Sinn. Nur sehen wir jetzt eben einen Exzess, der letztendlich wahrscheinlich keinem hilft. Ein paar Leute flippen ein bisschen aus und machen vielleicht auch wirklich spektakuläre Gewinne, aber on the long run wird das eher schädlich sein. Ja, vielleicht lass mich doch noch eins bitte ergänzen. Natürlich, solche Dinge funktionieren ja. Und wer da jetzt clever ist, wer da ein guter Trader ist und wer da auch die Zeit dafür hat und rennt da auch mal mit rein, der kann natürlich auch mal Geld machen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir müssen einfach immer schauen. Es gab immer schon mal solche Sachen. Und ich erinnere mich so an die 90er, an die 2000er Jahre, da gab es das auch immer schon. Und da haben auch viele am Anfang Geld mit verdient. Aber irgendwann muss man halt verstehen, es sind dann eben ein paar wenige, die diese Pyramide immer anschieben und am Ende bricht es dann immer runter. Und wenn du jetzt gerade sowas hast, wir bleiben mal bei dieser GameStop, du kannst ja, angenommen, du gehst heute rein oder bist gestern reingegangen und jetzt hast du vielleicht 50% Gewinn über Nacht gemacht, vielleicht 100% Gewinn über Nacht, das ist alles toll. Und dann, wenn dann die Gier einsetzt und die Leute sagen, okay, ich kann was, ich bin jetzt ein großer Held. Ne? Und dann haben sie das diesmal vielleicht mit kleinem Geld gemacht, mal mit 1000 Euro oder irgend sowas. Und beim nächsten Mal machen sie es mit 3000 Euro. Und irgendwann sagen sie, ich habe den Stein der Weisen gefunden und borgen sich dann Geld oder nehmen dann das Ersparte von der Familie oder das, was fürs Haus vorgesehen war oder was auch immer und rennen dann rein und irgendwann geht sowas ja schief. Und dann ist halt das Geld weg und das Gejammer ist groß. Und deswegen sollte jeder, der da jetzt Geld verdient hat, sollte sagen, hey, das ist super und toll, aber er sollte halt nicht denken, dass er damit also dass das sein Verdienst war, sondern er hat halt Glück gehabt. Es war ein Zock, ist alles okay, gibt es nichts dagegen zu sagen und er soll das Geld verjubeln, er soll es raushauen, soll da was Schönes damit machen, aber er soll halt sich nicht einbilden, dass er jetzt den Stein der Weisen gefunden hätte und jetzt quasi, und wie gesagt, ich kann es jedem nur empfehlen, lest mal dieses Reddit-Forum durch, scrollt mal so durch. Da gehen ja wirklich Leute her und sind fest davon überzeugt, dass sie jetzt pro Woche 50 bis 100% Gewinn machen können. So. Und wenn das sich natürlich durchsetzt, dann gibt es irgendwann zu Recht ein böses Erwarten. Und dann wird es viele, viele geben, die dann wirklich viel Geld verlieren. Und da wird es schlimme Sachen geben, die dann im Anschluss passieren. Und das sollte sich jeder fragen, dass er da nicht auf diesen, man darf sowas mitmachen, ich finde es auch okay. Aber man sollte sich halt immer bewusst machen, das hat nichts mit einem langfristigen Business zu tun, was irgendwie mit Börse zu tun hätte. Das heißt, diese Generation Z, wie sie auch heißt, oder die, wie ich sie nenne, die Bubble Boomer, ja, die sagen ja zu Älteren wie uns beiden, sagen die, wir sind die Boomer. Ja, also wir sind schon die alten weißen Okay, Herren. Ja. ich wusste gar nicht, was das heißt. Okay, wieder was gelernt. Danke. Das ist wirklich der, auch in Kommentaren auf meinen YouTube-Videos, hey Boomer und so, ne? Und also man wird so tituliert. Und ich habe jetzt in Replik darauf, nenne ich diese Generation Bubble Boomer, weil die sozusagen ja die Finanzkrise nicht erlebt haben, das Blasen der Dotcom-Blase nicht erlebt haben. Und jetzt meinen, dass das Ganze ein Casino ist, das praktisch risikofrei ist, ja, durch die Notenbanken und so weiter, Liquidität. Und die sind jetzt dabei, letztendlich sich vorzubereiten auf das, was eine andere Generation mit dem Dotcom-Crash erlebt hat. Nämlich zu glauben, sie haben jetzt den Dreh raus und alles kann nur in diese Richtung laufen. Und vielleicht dient dieses Gespräch ein bisschen dazu, diese Leute zu warnen, bescheiden zu bleiben. Und nicht zu glauben, dass sie jetzt den schnellen Reichtum erwerben, weil sie werden wahrscheinlich, wie du gesagt hast, eben jetzt wenig Geld eingesetzt haben, dann machen sie fette Gewinne, dann wird mehr Geld eingesetzt, vielleicht auch durch die Gewinne. Und am Ende, das ist auch meine Erfahrung, ist das Geld immer weg bei den allermeisten Leuten. Und wenn die uns sehen, vielleicht werden sie höhnisch wieder kommentieren, aber diesmal ist alles anders, aber wahrscheinlich ist es nicht anders. Lasst euch das von den alten weißen Boomern erzählen. Jens, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Klar. Wünsche dir einen schönen Urlaub. Du hast gesagt, du fliegst bald weg. Und Weg. ich wünsche dir eine gute Zeit. Ich danke dir für das Gespräch. Ja. Servus. Bis Servus, Danke. Patrick. Ciao. Ja.